Okay. Maschinen, die interessant. Bürgerkrieg. Das haben wir alles dem verrückten Sonnenkönig zu verdanken. Ja, schreibt dem mal nicht alles zu. Also durchdrehende Maschinen nicht unbedingt. So, ich gucke jetzt nochmal schnell hier. Wie war denn das? Das kann ich so markieren, ne? Geschäfte mit Händlern. Dass ich hier jetzt erstmal wieder ein bisschen ausdünne. Das ist Munition, das ist Munition. Ich glaube, ja. Gut so. Und jetzt gehen wir zur Tochter. Ach, die ist hier wieder in ihrem Garten. Sozusagen. Gut. Ein Osseram-Mädchen hat sich neulich bei der Stadtwache beworben. Erstaunlich. Warum? Inlida ist zurück. Sie herzte mich, umarmte mich. Doch jetzt sitzt sie nur im Garten, als ob sie auf etwas wartet. Irgendwas stimmt nicht. Kannst du mal mit ihr reden? Ich tue mein Bestes. Ja, wir wissen ja, worauf sie wartet. Wo ist sie denn? Hallo? Ach da, gut versteckt. Oder? Nö. Hallo, Elita? Mir wurde gesagt, du sitzt im Garten. Wo bist du denn jetzt? Ach, hier. Sag es nicht. Ich weiß, er ist tot. Die Schattenkaja fanden ihn. Doch du solltest wissen, er hat dich nie verraten. Ich soll dir diesen Schlüssel geben. Der passt ins Schloss, das er mir gab. Er sagt, das zeigt unsere Verbindung. Danke für den Schlüssel. Danke für alles. Er sagte, das war es wert. Alles. Ist alles okay? Nein. Aber schon bald. Sagst du da gerade, was ich glaube? Elida, nein! Sieh mich an! Das kannst du nicht machen. Es steht mehr auf dem Spiel als ihr beide. Ja. Doch. Herzentscheidung. Ich meine, wenn die ihr Leben beenden will, dann können wir wenig tun. Aber ich würde sagen, ja, du bist doch nicht die Einzige, der es so geht. Sieh mich an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlst. Aber du bist nicht allein. Dein Vater war verzweifelt, als er dich für tot hielt. Wirklich? Er behandelt mich immer noch wie eine Puppe. Kostbaren Besitz. Nein. Und ohne Atral bin ich allein. Das ist es nicht wert. Warte, Elida. Ich lag falsch mit Atral. Er sagte nicht, das war es wert, sondern das ist es wert. Alles. Die Trauer kann einen überwältigen. Aber sie erinnert uns an wertvolle Verbindungen. Zu Atral. Sogar zu deinem Vater. Atral hätte gewollt, dass du dich erinnerst und weitermachst. Ich weiß es. Einverstanden? Ich versuch's. Bitte, lass mich deinen Vater holen. Redest du mit ihm? Na schön. Ach Mensch. Versöhnt euch und du steh ihr bei. Ich musste heute die Schicht. Ich hätte dir was dafür geben sollen, dass du Elida gefunden hast. Elida braucht dich. Zum Zuhören. Sofort. Geh in den Garten. Schnell. Ich gehe. Jetzt sofort. Kann man da zuhören, wenn die reden? Geh weiter. Du solltest hier nicht herumlaufen. Es geht um Atral, Vater. Wir waren zusammen. Ich wollte nicht, dass... Atral? Ja, ich erinnere mich. Ihr wart noch so klein. So klein wie die Blumen in unserem Garten. Aber... Er ging nach Westen. Sie haben uns nie erwischt. Er verriet nichts. Sogar als...
Oh, Elida. Immer wenn ich Edikte schrieb, dachte ich... Ich dachte, meine Arbeit schützt dich vor diesem Krieg. Alles nur Pergament. Fast hätte ich dich verloren. Es tut mir leid, Vater. Hätte ich nur gewusst, all die Zeit, was du durchmachen musstest. Doch jetzt werde ich mich bessern. Danke für diese zweite Chance. Oh. Da bringt sie sich jetzt hoffentlich nicht um. Gut. Weise Worte. Dann weiß ich jetzt nicht, wo wir diesen Fund, dieses Artefakt herkriegen sollen. Die letzte Queste, die wir da noch hatten. Ich bin wach und wachsam. Beim Händler waren wir. Das machen immer die am meisten Ärger. Ja, gute Nacht, du wacher Mensch. Ach, halt doch die Klappe, ich mach keinen Ärger. So. Wo genau sollte das sein? Ist das hier? Nee, kehre zu Vigun zurück. Das da. Untersuche den Steinbruch. Nee. Aber der Steinbruch, das war auch irgendwas über Level 20 oder so. Ich bin ja jetzt vor allem sehr nah an den Dingen. Hier ist das. Ein merkwürdiges Angebot. Gut, dann kehren wir erstmal dahin zurück. Würde ich denken. Von da machen wir dann den Rest. Banuk-Figur und so weiter, was da noch alles halt ist. Und auch dieses Ding, was wir suchen sollen. Wieso habe ich denn jetzt zwei Markierungen? Na gut. Die müssten aber relativ sich einig sein. Moment, hier ist noch was. Hier, wieder was zu lesen. Oh, ich will nicht so viel lesen. Seufz. Oh, das ist ja wieder so viel. Oh, Gerüchte über die Nora vom weit gereisten Aram. Leser, schon oft wurde ich gebeten, den schrecklichsten aller barbarischen Stämme zu beschreiben, die Nora aus dem Wilden Osten. Es kursieren so grausame Gerüchte über dieses Volk, dass man glauben könnte, sie hätten uns in der dunklen Zeit des verrückten Sonnenkönigs überfallen und nicht umgekehrt. Nun, liebe Leser, bin ich zwar ein mutiger Mann, doch es gibt einen schattenweiten Unterschied zwischen Mut und dem sicheren Tod, und es ist der sichere Tod, der jeden erwartet, der das heilige Land der Nora betritt. Ich reiste dennoch in das schneebestäubte Hinterland des Wilden Ostens hinter dem Tagturm und weiter bis an die Grenze des Nora-Gebiets, wo jetzt ein ärmlicher Handelsposten namens Jägersiedlung steht. Dort saß ich mit fremden und ungehobelten Kerlen am Lagerfeuer und hörte Geschichten und Augenzeugenberichte über das, was sich im Tal der Kriegerfrauen abspielt. Man erzählte mir, dass eine Tagesreise weiter südlich der Ort Mutterkrone liege, ein Name, der Prachtvolleres verspricht als die Festung aus Baumstämmen und Holzhütten, die mir beschrieben wurde. Mir wurde jedoch versichert, dass sie sehr eindrucksvoll auf einem Felsvorsprung thront, hoch über rasenden Stromschnellen und tosenden Wasserfällen. Von ihren Wellen aus zieht sich eine Reihe von Wachtürmen bis über die Berge, und bei jeder Annäherung werden brennende Pfeile als Warnzeichen zwischen ihnen in die Luft geschossen. Von einem Stamm, der so um seine kostbare Wildnis besorgt ist, hätte ich ein weniger leichtsinniges Verhalten erwartet. Eindringlinge, die danach noch tapfer oder töricht genug sind, sich weiter zu nähern, werden mit weiteren Pfeilen begrüßt, die dieses Mal knapp über ihren Köpfen vorbeizischen. Die Fremden waren sich kichernd darüber einig, dass ein Kaja, der seine Farben zeigt, seinen Kopf dort besser einziehen sollte. Und dass sogar Soldaten hinter den Mauern des Tagturms darüber klagen, von Nora-Kriegerinnen überfallen und verschlungen zu werden. Ich korrigierte sie und sagte, dass es die Tenakt und nicht die Nora seien, die dem Kannibalismus frönten. Die Nora sind lediglich dafür bekannt, die Rinde von Bäumen und harte Pflanzen zu kauen und seltsames Kräutergebräu zu trinken. Ich äußerte die Ansicht, dass es ihnen sogar verboten sein könnte, Fleisch zu essen, außer bei ihren merkwürdigen weiblichen Ritualen im Mondschein. Ja, im umnachteten Land der Nora ist der natürliche Lauf der Dinge umgekehrt. Frauen herrschen über Männer und die Macht des Kaja-Metalls wird von Holz, Leder und Fellen abgewehrt. Ruinen voller wertvoller Artefakte bleiben unberührt. Fruchtbare Ländereien liegen brach. Nur den Maschinen, denen die Nora nach irgendeinem Konflikt ihrer Vorfahren zutiefst misstrauen, scheinen diese ungezügelten Merkwürdigkeiten nichts auszumachen. Vater Sonne hat hier keinen Platz, und es würde mich nicht überraschen, wenn die Nora-Göttin der Mond selbst wäre.
Obwohl es stets Nora-Frauen sind, von denen in Geschichten über ein Zusammentreffen mit dem Stamm berichtet wird, wurden auch schon Männer gesichtet, die die fremdartigen Frisuren und die blauen Symbole der Nora-Krieger tragen. Aus älteren Studien über den Stamm habe ich geschlossen, dass ein Ritual namens Erprobung Männern ermöglicht, gegeneinander zu kämpfen, um das Wohlwollen ihrer Herrscher zu gewinnen. Leider bleibt meine Neugier auf dieses und andere Nora-Rituale ungestillt, doch es ist meine Hoffnung, dass seine Erleuchtetheit diesen geheimnisvollen Barbaren einst ein Bündnisangebot unterbreitet. Solche Großzügigkeit des Sonnenkönigs und das Wissen, dass mich sehr viele gut ausgerüstete Wappenträger begleiten würden, würde mich dazu ermutigen, mir dort alles mit eigenen Augen anzuschauen, zum Wohle meiner Leser. Tatsächlich plane ich, eine Frau als Schreiberin anzuheuern, die das Gespräch zwischen den Nora und mir in diesem Falle erleichtern könnte. Eine bessere Wahl für eine junge Karja-Frau als Verkäuferin für die Osaram-Metallhändler in der Stadt zu werden, nicht wahr? Bis diese sonnenberührte Zeit kommt, müssen jedoch Kopien aus meiner großen Sammlung von Zeichnungen genügen, die ich im Laufe der Jahre zusammengetragen habe. Nur Momentaufnahmen dieses bizarren, wilden und doch seltsam faszinierenden Weibsvolks. Oho, wir sind seltsam faszinierend. Das höre ich doch gern. Ja, da musst du nicht gleich vor Freude Luftsprünge vollführen, Aloy, aber das hören wir doch gern. Faszinierend. Ich sollte dort draußen Maschinen jagen und hier nicht rumlaufen. Ich gehe ja schon raus, Maschinen jagen, meine Güte. So. Ja. Wie weiter? Ist das schon die Stadt, zu der ich muss? Tatsächlich, das ist diese Brücke. Wie komme ich denn da hin? Komme ich überhaupt da hin? Das ist nur ein Wasserzufluss, ne? Wir müssen da irgendwie außenrum. Nur wie? Ich will jetzt nicht auf diesen Wasserzufluss und dann ist da kein Weg nach drinnen in die Stadt. Ach, jetzt lauf doch mal, Aloy. Gut, dann haken wir diese Dinge ab, wenn wir wieder in Meridian sind. Hallöchen. Okay, die will nicht mit mir reden. Noch ein paar Stunden, dann kann ich mir einen Drink genehmigen. Okay, was hatte der gerade für Zuckungen? Ah, und was sind das für komische Geräusche? Die gefallen mir nicht. Das hier sieht fast ein bisschen wie eine Barrikade aus. Das ist gerade alles nicht sehr vertrauenserweckend. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So, jetzt müssen wir zu diesem Wilgund. Hallo Schweinchen. Oh, das antwortet sogar. Meridian. Noch einen Händler brauche ich jetzt erstmal nicht. Und dann gucken wir mal. Die Markierung würde ich erstmal aufheben wollen. Questmarkierung. Erstmal weg damit. Erstmal die Nebenquest hier abgeben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Es stand halt nur da, kehre zur Übung zurück. Ja, sehr schön für euch. Wohlstand zurückgebracht. Ich weiß schon aus, keine Sorge. War aber schön, wie der überlegt hat, wo er hin soll. Dass wir nicht kollidieren. So, Wilgund. Irgendwo hier lang. Wo ist er denn jetzt? Über die schönen Dinge. Schade, dass die meisten Besucher das nicht miterleben können. Ach, Leute. Tatkräftige Abenteuer. Ach, hier ist er. Vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Fremde, du wirkst, als ob... Hey, warte, dich kenne ich doch. Du bist wieder da. Mhm. Wie war es denn? Sehr kostspielig. Das hatte ich befürchtet. Die zahmen Maschinen. Es ist kompliziert. Aber eine Art Signal hat sie beruhigt. Deine Männer waren gierig. Es ist weg. Glücksspiel lohnt sich nicht, Mädchen. Wäre ich doch Waffenhändler. Das bringt was ein. Hier, nimm das.
Die Hälfte, die für diese Schufte bestimmt war. Hälfte? Der Job ist erledigt. Und was sagtest du? Für ein Gewand, das besser zu mir passt? Was willst du, Kaja-Seide? Ach, ich greif mir selbst in die Börse. Nebenquest abgeschlossen. Gut. Dann können wir jetzt zum Sonnenpalast. 3000 EP nur. Naja, besser als gar nichts. Hat ja schon ein bisschen was wenigstens eingebracht. Ich möchte mit dir über eine Sache voller Anmut und Schönheit. Okay, weiter geht's. Oh nee, danke, Kudiv. Da muss Aloy nur in den Spiegel gucken. Anmut und Schönheit. Achso, und jetzt? Rede mit Avad. Ach Leute, ihr wollt mich doch veräppeln. Ah, meine armen Füße. Wo ist denn jetzt Avad? Da oben. Okay. Aber bei dem Kudiv, wo ich gerade war, fällt mir gerade ein. Da hatte mir mein noch was angezeigt. Tatkräftige Abenteurer! Vorzugsweise ohne Freunde und Familie! Keine Bedingung! Ja. Mehrere Dinge sogar. Sind die da drin? Kann ich euch vielleicht für eine Lukrat... Du wieder! Diese kleinen ich vergesse Kistchen nie da oben, jemand, ne? dem ich Schaben gebe. Sicher? Bei uns herrschen Gesetz und Ordnung. Kann ich da rein? Hier komme ich rein. Das ist die Jägerloge. Nur Mitglieder und geladene Gäste dürfen hinein. Wie wird man eingeladen? Oh. Du kommst ganz aus dem wilden Osten, nicht? Dann hast du sicher unsere Jagdgebiete gesehen. In jedem finden Jagdprüfungen statt. Wenn du eine bestehst, kriegst du ein Abzeichen, die Halbsonne. Mit dreien bekommst du Zutritt. Jetzt fort mit dir. Okay, ich muss also doch die scheiß Jagdgebiete machen, damit ich da rein kann. Na gut, aber nicht jetzt. Jetzt geht's erstmal zum Avad. Wir werden Ihnen bei meiner Stahlseele zeigen, wie man säuft. Die Sonne soll sinken, und was ist das? Begib dich zum Grabhort. Achso, nee. Oh, jetzt lass mich doch mal durch hier. So, wir müssen zu Avad. Wird nicht hier lang sein, oder? Das ist doch. Aber ich kann jeden verstehen, der hier wohnen will. Ja, da lang und dann irgendwie in die Richtung. Die Jägerloge. Jeder braucht doch einen Farbtupfer im Leben. Zu wissen. Jetzt bin ich doch schon wieder hier. Guten Tag. Okay, einmal zu weit gelaufen. Ich und meine Orientierung, ne? Da hätten wir es wieder mal. Das hebe ich mir für später auf. Der mit dem Schwert. Viele gewöhnliche Leute nehmen bei Nacht die Aufzüge. Auch nicht. Hier lang? Nö. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Was? Sie guckt genau drauf? Nee, ich guck genau drauf. Da lang? Da geht es doch nicht lang. Wir alle haben im großen Zusammenhang der Dinge. Hä? Irgendwie oben lang? Nö. Hast du einen Augenblick fremdet? Und dann zum Palast.
Ach Leute. Nee. Ich habe keinen Augenblick. Da nicht. Gut, Jägerloge. Wir müssen das also doch machen, damit wir auch diese noch fehlenden Teile noch bekommen. Wo ist denn jetzt? Ich muss nach oben und dann irgendwie in die Richtung. Aber wahrscheinlich ganz, ganz außenrum, oder? Was ist denn hier? Okay, was auch immer das ist. Da hinten ist noch ein Lagerfeuerchen. Das Aquädukt ist. Ja, ist jetzt aber auch nicht für meine Zwecke, wo ich jetzt hier gelandet bin. Wo ist denn? Wie komme ich denn? Hallo? Was sind denn das für Kapuzenhainis? In meiner Straße arbeiten die Bauarbeiter. Gruselig, in welcher Sekte bin ich denn jetzt gelandet? Nope. Hier komme ich auch nicht zu Avat. Ach Mensch. Kann der sich nicht neben mir Lagerfeuer setzen, dass ich eine Schnellreise machen kann zu ihm? Falsche Richtung. Da geht's raus. Ah. Oh. Komm, lass mich durch. Sie läuft immer noch ganz putzig darunter. Hier sind die Aufzüge. So. Das ist aber schon mal verkehrt. Erstmal versuchen, zu dem Ding da zu kommen. Ja. Schön, dass ich hier immer mehr Dinge finde. Aber das hilft mir gerade reichlich wenig. Irgendwie müssen wir da lang. Lass mich mal durch. Ach, Gott sei Dank. Das sieht gut aus. Nee, ich grüße diese Wachen jetzt nicht. So, auf zu Avat. Sorgen doch überall für Ärger. Bevor wir aber mit dem reden, würde ich denken. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen müssen. Mein Bote wird Ihnen Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für Ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Dafür. Wie war das? Ist später das noch genug außenrum. Zeit. Eloy. Ach so. Sind sie schon. Ich würde ja gern mit dir reden, aber... ich traue dem Frieden nicht so ganz.